Vargas. Das gewisse Etwas. Eine Seele. Ah!
Bring mir den Rest morgen. Welchen Rest? Verarsch mich nicht, Joe. Hilft mir! Was für eine Scheiße. Sieht nach einem Überfall aus. Finger am Abzug weh. Und den ganzen Last, verdeppern. Wie lange willst du mich hier noch festhalten, hm? Ich muss mir die scheiß Nägel machen. Das Studio wird dir jetzt... Was läuft denn hier für eine Scheiße? Gute Frage. Dieser Perversling hält mich gegen meinen Willen hier fest. Mhm. Ich bin Lina Malina, die heißeste Bitch von Dogtown. Wenn du mich hier rausholst, darfst du mich mal zum Essen einladen. Vielleicht. Zeit, die Party in Schwung zu bringen. Hey, Süppchen, genug geht los. Meine Augen sind hier oben. Schlag den Victor der Schädel ein und bring mich ein. Lass den Scheiß, du Vollhonk. Die Bleibirne, da ist mein Kumpel und Partner. Tool. Und ich dachte, unsere Partnerschaft wäre bescheuert. Gehen wir mal hoch, bevor sich zu sehr aufregt. Ich kann das erklären. Das wird witzig. Ich spür's. Alter. Fuck! Ich sollte drehen. Du versaust mir den Umsatz und den Ruf. Ich sag's euch, ihr Arschgeigen. Meine Jungs werden mich finden. Holen mich aus diesem Drecksloch raus. Tool war schon von Beginn an ein mega Fan von Lina. Zieht sich all ihre BDs rein. Vor ein paar Tagen gab's hier eine Überspannung. Typisch Dogtown. Das BD-Headset hing am Strom, weil Tool gerade Lina war. Der BD hat ihm die Synapsen verbrutzelt. Jetzt denkt er, er wäre wirklich Lina Malina. Redet wie sie, benimmt sich wie sie. Der ganze Scheiß. Wo du den ganzen Scheiß eh schon weißt, hab ich vielleicht einen kleinen Job für dich. Klar, es ist schon etwas komisch. Aber was weiß ich schon, bin ja kein Rapper. Wo du schon mal hier bist, ich zahle gut, wenn du mir mit einer Kleinigkeit hilfst. Ich will aus dieser Scheiße wenigstens Kapital schlagen. Klar soweit? Nicht wirklich. Der Laden läuft nicht so. Niemand kauft unsere Aufnahmen. Und Hansons Mieten sind gepfeffert. Klar, der Kopf ist ein Blickfang. Aber mal ehrlich, Dogtown ist nicht mit dicken Brieftaschen gesegnet. Ich bin Profi und koste auch entsprechend. Frag lieber an Chum. Hey, ich brauche jemanden, der was aushält. Kann sein, dass Linas illustre Horde von Gangstern ein Wegpissen anfängt. Dein Schum leidet unter Realitätsverlust und du denkst bloß an ein paar schnelle Eddies. Doch bitte, von einer Söldnerin brauche ich keinen Vortrag über Ethik. Ich muss hierbleiben und aufpassen, dass Tool sich nichts antut oder noch was kaputt macht. Du holst Lina für einen BD-Dreh her und die Zusammenarbeit nennen wir dann Doppelgangbanger. Mhm. Lina kriegt neuen Content und ihre Fans rennen uns in die Bude ein. Win-win! Okay, ich hol Lina her. Ich brauche nur ihre Adresse. Kriegst du. Und wenn wir was Gutes drehen, gibt's noch was obendrauf. Großartiger Plan. Was soll schon schief gehen? Spinner! Thank you.
Duell gewonnen. So zerronnen. Achtung! Schalte die lieber aus, bevor die unser Sternchen klauen. Ich will erst mit denen reden. Könnten ja Chums von Lena sein. Soll ich dir das Kron rausreißen? Nicht? Dann verpiss dich! Nette Bude. Wer wohnt hier? Geht dich einen Scheiß an. Einfach weitergehen, Chum. Witzig. Ich hab bei der Leichenlotterie gesetzt und weißt du was? Will nur vier Leichen zu meiner Glückszahl. Da. Also warten wir. Was für ein Scheißteile. Was die Idioten sich hier rüber wegballern. Zwischen den Dreh. Shit, das ist Lena. Tu so, als wärst du jemand Wichtiges. Und trag dick auf mit der Studio-Coolness. Spar dir die Regieanweisungen, Johnny. Verfickte Scheiße, hast du gesehen, was passiert ist? Die waren schon so, als ich ankam. Falsche Zeit, falscher Ort und so. Mein Beileid. Also, wenn das deine Chums waren. Oh, na toll. So eine Sauerei. Muss Melanie anrufen, sie soll das Casting wieder aufnehmen. Wie auch immer. Willst du ein Autogramm oder so? Ich bin Talentscout für BD Syndicate. Und ich habe da die perfekte Rolle für dich. Wir drehen den Pilot für eine neue BD-Show. Wenn sie läuft und die Chemie mit deinem Co-Star stimmt, geht es direkt in die Produktion. Mach mal langsam, Lady. Ich bin zwar leicht zu haben, aber nicht billig. Und ohne Vorschuss läuft nichts. Gar kein Problem. Transfer läuft. Wow, du weißt, wie man Frauen beeindruckt, was? Also ist es abgemacht. Da. Hast du das Drehbuch für mich? Brauchst du nicht. Ist alles improvisiert. Hier ist die Adresse. Wir sehen uns heute Abend. Der Produzent, Schenk, wartet dort auf dich. Muss mich schminken, die Nägel machen. Danke, Schätzchen. Ciao. Wie? Was denn? Woher weißt du immer, wenn du mir fehlst? Bei mir ist alles beim Alten. Aber hey, wie geht's dir? War schön von dir zu hören.
Ich bin für dich da, V. Ruf jederzeit an. Wir reißen uns in diesem Drecksloch jeden Tag den Arsch auf. Oh, was für ein Saustall. Reed, hörst du mich? Bin jetzt im Gang. Laut und deutlich. Bin auch in Position. Ich bin im Wasser. Gut, such einen Weg zur anderen Seite. Ich erkunde bis dahin die Gegend ums Hotel. Hansen hat bestimmt die Tunnel fluten lassen. Haben wahrscheinlich nicht genug Leute, um alle Eingänge zu bewachen. Dass ich keine Platzangst habe.
Lass die Plattform runter. Sicher, dass es im System ist? Dann ist es nämlich gestohlen. Scheiße. Oder ich bin blind. 89.3. Radio. Wie? Noch da? Klar. Bin am Tor zum Lagerhaus. Du musst das Gebiet sichern und das Tor von innen öffnen. Reed.
Aber das muss geliefert werden, Joom. Aber nicht hier. Nur für VIPs, okay? Irgendwas von Interesse gesehen? Ach, da bist du ja. Wir haben wichtige Gäste in Dogtown, die ich persönlich eingeladen habe. Wie sieht's aus? Ein Tor, zwei Wachen. Um die kümmere ich mich. Mach mir nur das Tor auf. Habt ihr keine Einladung? Dann haltet Abstand, wenn ihr wisst... Bitte schön. Achtung, hier spricht Kurt Hatch. Gute Nachricht, Dr. Town. Eine gewisse Präsidentin ist... Okay, hab Zugang zum Aufzug und fahr nach oben. Mach auch los. Wir sehen uns dort. Verstanden. Wo sind diese Deppen? Du Angst. Das ist Hansons Revier. Er hat hier die Oberhand. Das ist einfach eine Tatsache. Geht mir deshalb der Arsch auf Grundeis? Das stimmt nicht. Okay, such dir einen Ort, von dem aus du mich sehen kannst. Neutralisiere alle Bedrohungen. Ab jetzt ruhig. Scharfschützen erledigt. Bin bei seinem Nest. Perfekte Sicht, ich sehe alles. Gib mir Deckung. Du bist in bester Jagdposition. Neuer Benutzer entdeckt. Kalibrierung läuft. Feuermodus inaktiv. Hab dich. Und was jetzt? Wir machen das schön still und leise. Klar. Wenn du Wachen vor mir siehst, gib mir Bescheid. Keine Sorge, Boss. Zur Not hat das Gewehr einen Schalldämpfer. Ich sehe mich besser um. Die Jungs haben letzte Nacht wieder den Trottel mit der Spraydose erwischt. Kann ich weitergehen? Den Heel-Idioten.
Mine, gleich um die Ecke. Gut gesehen. Wäre mir nicht aufgefallen. Viele Kameras. Sollte Zugriff haben, sobald das Scharfschützennest kalibriert ist. Gut, die könnten nützlich sein. Da sind einige Wachen auf dem Weg vor dir. Verstanden. Wir erledigen sie nacheinander. Müssen nicht wissen, dass wir hier waren. Ich sehe einen Haufen Container. Über die könnte ich zu dir kommen. Ja, ich sehe sie auch. Ich baue dir eine Brücke. In der Nähe ist ein Wartungsaufzug. Mit dem fahren wir hoch. Aber erstmal muss ich hinkommen. Gib mir Deckung. Kalibrierung abgeschlossen. Feuermodus aktiviert. Vergiss nicht, der Gang ist vermint. Sonst ist die Luft rein. Verstanden. Ich gehe weiter. Behalt mich immer gut im Visier.
lass jetzt die Brücke runter. Los. Wir haben das wie zwei Anfänger versaut. Aber jetzt ist es eh zu spät. Komm mit, zum Aufzug. Fast geschafft, wie? Na, endlich. Du siehst ein bisschen blass aus. Kleines Déjà-vu. Anderer Aufzug, anderes Hotel. Die Sache ist nicht gut gelaufen? Wie kommst du darauf? Teil meines Jobs, sowas zu bemerken. Auf wie vielen Missionen warst du? Ungefähr. Deutlich mehr als dein Alter in Jahren. Aber jetzt überfallen wir die Party eines ruchlosen Diktators, dem wir seinen wertvollsten Besitz klauen wollen. Zeit zum Umziehen. Zieh deine neuen Klamotten an und üb dich im Lächeln. Zeit für die Party. Wir sind soweit. Eins muss ich Hansen lassen. Die Party hat was. Klotzen, nicht kleckern. Zu meiner Zeit gab's sowas nicht. Und jetzt geht er rüber und hilft mir auf die Sprünge. Hab vergessen, wie echter Champagner schmeckt. Genau im Wartungsbereich. Verwundete oder Tote? Ja, verstanden, werde ich. 4 und 7 wechseln sofort den Posten. Ich bin an der Bar, falls du mich brauchst. Willkommen. Darf ich Ihnen Champagner anbieten? Da sage ich nicht nein. Angenehmen Abend noch. Konzernchefs, Gangbosse. Was jetzt? Ich weiß auch nicht mehr als du. Wir sollten herkommen. Entweder trifft sie uns, oder sie hat was für uns versteckt. Und du? Was machst du? Ich dachte, du wärst hier der Stratege. Muss ich wohl sein. Zu meiner Rechten, in der Nische hinter der Treppe. Der Typ in Uniform, der aussieht, als käme er direkt vom Schießstand. Ihm gehört das Black Sapphire, Mr. Dogtown höchstpersönlich. Kurt Hansen. Und offenbar gut Freund mit dem NCPD-Commissioner. In seinen Durchsagen wettert er über die Polizei. Aber das ist nur Show. Hinter verschlossenen Türen steigt er nur zu gern mit den NCPD-Oberbullen ins Bett. Halt dich fern von ihm. Keine Konfrontation. Aber bleib sichtbar, damit Songbird auch die Chance hat, uns zu finden. Ich hol mir einen Drink und seh mich um. Bleib dran. Pass auf, dass du niemanden bedrängst. Möchten Sie etwas trinken? Also tu so, als hättest du Spaß. Ich weiß, dass das extra für uns gemacht wird. Gin Tonic, bitte. Sag mal, ich suche nach. Ich würde es bestimmt stundenlang hinhalten oder es versuchen. Okay.
Vielen Dank. Und es geht nicht darum, was für Papiere du hast. Du musst Hansens Sprache.